schneidest du aus. Das ist ganz stabil, so wie so Plaster. Mhm. Und dann machst du das über einer Flamme, weich. Und dann mit einem Quirl oder was, dass es so ein bisschen einen dreidimensionalen Effekt kriegt. Ne? Aber ehe den Bogen raus hast, wie lange über der Flamme, wie heiß wird's, wann fängt es an mit Stinken?